Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr eingeschaltet habt zur vorerst letzten Folge von Pixelburg Overtime. 7 Folgen Pixelburg Overtime liefen bei unserem Heimatsender Tide und bei den Rocket Beans. Wir haben eure Reaktionen gesehen und versucht, so gut es geht, auf eure Kritik und auf eure Kommentare einzugehen. Ihr habt uns Mails geschrieben, habt uns Kommentare auf unserer Seite und bei Reddit hinterlassen. Und ihr habt im Chat wild diskutiert. Vielen Dank für euer Feedback und euren Enthusiasmus. Pixelburg zieht sich nach dieser Folge Overtime vorerst in die kreative Schaffenspause zurück. Aber seht es als Drohung oder als Versprechen, ihr habt nicht das letzte Mal was von uns gesehen. Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei unserem fantastischen Team. Danke Phil, Tino, Klaus, Max, Lara, Niki, Jan, Nils, Nati, Sepp und Patty. Und wenn ihr noch nicht genug von uns habt, dann schaut doch mal auf www.pixelburg.tv vorbei und hört in den Pixelburg Podcast rein. Jeden Donnerstag. Und lest täglich unsere Nachrichten und unsere Artikel. Falls ihr euch fragt, was das für ein Gebimmel auf unserem Tisch ist, wir haben versucht, diese Folge in 360 Grad aufzunehmen. Wir wissen zu dem Zeitpunkt aber noch nicht, ob das alles so geklappt hat, wie wir uns das vorstellen. Es könnte aber sein, dass ihr demnächst die erste 360 Grad Talkshow in Deutschland zu sehen bekommt. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserer letzten Folge. Vielen Dank für die Einladung. Ja, genau. Vielen Dank für die Einladung mit dem König. Ja, vielen Dank für die Einladung, Konkrell. Ja, es ist das letzte Mal, dass wir hier sind. Ja, komm, ruhig bleiben. Vorerst. Es ist vorerst das letzte Mal, dass wir hier sitzen. Jetzt für eine ganze Weile, weil wir machen jetzt erstmal Sommerpause, Frühlingspause und Frühjahrsputz vor allem auch. Und dann ist Staffel 1 von Overtime erstmal vorbei. Es war ein Höllenritt mit euch, möchte ich schon mal vorweg sagen. Ich weiß, dass jetzt auf jeden Fall in den nächsten 25 Minuten noch eine unfassbare, super Unterhaltung auf uns zukommen wird. Aber es war schon bisher cool. Es war schon bisher sehr gut. Ja. Es ist natürlich nicht genau das, was wir... Overtime funktioniert nicht ganz so, wie wir es uns erhofft haben. Ja, beziehungsweise wir haben mittlerweile andere Ansprüche. Ja, es hat sich einfach so ein Projekt wächst ja auch so mit der Zeit. Genau. Ist aber ganz schön, dass wir jetzt im Prinzip das Konzept da haben, wo wir es haben wollen. Richtig. Und, wir gehen nochmal in uns. Genau. Und überlegen uns, was wir mitnehmen, was wir rauskehren. Richtig. Genau. Aber erstmal bleibt alles so, wie es ist. Und es geht wieder um das Spiel des Monats. In welchem Monat? Und wir sind im März 2016. Ah, der Pixelburg-Monat. Und der Pixelburg-Monat. Was? Ja. Ende Februar haben wir auch noch ein bisschen was dabei. Ja, genau. Ne? Genau. So dieser Übergang. Ja. Jeder von uns hat wieder ein Spiel auf seinem kleinen Wahlzettel stehen. So, ein kleines Kreuzchen daneben gemacht. Und ich würde sagen, es ist mindestens ein Knallerspiel dabei. Da ist mindestens ein Knallerspiel dabei, da kannst du aber sicher sein. Ja. Und zwar Far Cry Primal. Mit der neuesten Auskopplung der Far Cry-Reihe wagt Ubisoft erstmalig eine Reise in die Steinzeit. Als Takar, Krieger des Venger-Stammes, versucht ihr euer in der Welt zerstreutes Volk zusammenzusuchen und vor der Ausrottung durch eure Feinde zu bewahren. Dies tut ihr in Far Cry Primal in erster Linie unter Zuhilfenahme selbstgebauter Waffen. Das Crafting-System und die damit verbundene Suche nach Ressourcen steht im Vordergrund des Gameplays, das durch eine wunderschöne steinzeitliche Flora und Fauna unterstützt wird. Far Cry Primal ist seit dem 23. Februar 2016 für die PS4, die Xbox One und den PC erhältlich. Far Cry Primal ist mein Spiel des Monats in diesem Monat, in diesem gestreckten Monat. Fühlst du dich gut damit? Ja, ich fühle mich ziemlich gut damit. Weil ich stehe tierisch auf Steinzeit. Und ich finde Säbelzahntiger derbe geil. Mhm. Und ich finde halt die Welt voll krass. Also so, ne? So dieses Mitteleuropa 10.000 BC ist einfach voll geil und dschungelmäßig und so. Und es gibt geile Raubkatzen und so. Und ich bin Takar. Was macht der da? Zwei positive Punkte habe ich bis jetzt gehört. Ich bin Wenja-Krieger. Wenja. Wenja. So wie Ninja, nur mit W für wild. Ja, genau. Ich bin ein wilder Ninja. Mein Volk ist halt im Prinzip von den anderen Stämmen ausgerottet worden, zu großen Teilen, oder wird halt verfolgt. Zu Recht. Und ich versuche jetzt, gegen diese anderen Stämme zu kämpfen, um die Wenja wieder zu einem aufblühenden großen Volk dieser Welt zu machen. Okay, pass auf, ich mache jetzt mal anders. Ja. Das ist tatsächlich ein ganz guter Punkt, den du da ansprichst. Denn was denn? Far Cry Primal hat ja eine eigene Sprache, beziehungsweise eine echte Sprache. Ja. Genau. Also das, was dieses komplette Spiel ist untertitelt. Ja. Und die Audiospuren sind tatsächlich im Prinzip ja so eine altertümliche Urzeit-Wenja-Sprache. Und es ist nicht einfach nur rumgeblabbel, sondern Das ist richtig mit Sprachwissenschaftlern
eine tatsächlich authentische Sprache aus irgendwo diesem Zeitraum, die sie dafür verwendet haben und die da halt dann eingesprochen wurde von den Leuten. Das ist ganz geil. Das ist schon gut, aber es kann natürlich auch sein, dass sie lügen. Weil ich habe zum Beispiel damals mit Kumpels... Wie geil ist denn die Aussage? Es kann auch sein, dass sie lügen. So, das ist einfach so alles, egal was sie jetzt sagen, es kann auch sein, dass sie lügen. Scheiß Pinocchio-Entwickler. Ja. Nee, wie sagst du? Ich habe damals mit Kindern, mit Kumpels auch. Als Kind mit Kumpels haben wir auch eigene Sprachen gemacht. So. Zum Beispiel nach jedem Vokal ein Z. Wie Z's geht's? Ja, so, ja. Boah, es gab auch diese B-Sprache. Oder mein Name heißt Retznetz. Ja. So. Aber krass, ich habe kein Wort verstanden. Ich wünschte, er hätte Untertitel, weil dann würde ich verstehen, was er gesagt hat. Ja, also wenn das bei Far Cry doch so ist, dann fände ich das schade. Das ist dein Punkt gegen Far Cry? Ja. Jetzt. Und außerdem... Es könnte sein, dass diese Geschichte eine Lüge ist. Deswegen weiß man nicht. Könnte sein, dass er lügt. Man weiß, vielleicht ist gelogen. Vielleicht ist gelogen, wer weiß es. Ja, vielleicht hast du auch gar nicht Far Cry gespielt. Doch, habe ich tatsächlich. Ja. Und ich habe da tatsächlich sehr viel Spaß mit gehabt. Ja, bitte. Far Cry Primal ist ein Spiel, das knapp 60, 70 Euro kostet. Ist ein Vollpreistitel, ne? Ja, ist ein Vollpreistitel. Und bietet es so viel wie andere Far Cry-Spiele, die auch Vollpreistitel gewesen sind? Ja. Tim lügt, glaube ich. Ja, nein. Also das ist tatsächlich ein großer Punkt, den Far Cry Primal einfach irgendwie, also wo das Ganze nicht so richtig läuft, weil das ist kein Vollpreisspiel. Das ist vor allem sprechen wir halt jetzt auch nicht zwingend über 59 Euro, sondern tatsächlich auch im als digitale Version über 69. Also selbst da noch mal 10 Euro mehr als für viele. Den Namen mit. Ja, und das, obwohl sie ja in der Vergangenheit grundsätzlich mit solchen Sachen wie Far Cry Blood Dragon beispielsweise genau das Gegenteil gezeigt hatten, dass das möglich ist. Also ein anderes Setting, das auf einem Vorgängerspiel basiert, zu großen Teilen, das aber dann zu einem günstigen Preis rauskommt, weil es eine spitzere Zielgruppe hat. Naja, aber wahrscheinlich ist der Umfang von Far Cry Primal doch ein bisschen größer als der von Far Cry. Genau, er ist größer als der von Blood Dragon, aber er ist halt nicht so groß wie der von Far Cry 4. Was für ein Preis wäre gerechtfertigt, deiner Meinung nach? 49 Euro. Ja, 39, so aber das ist halt auch schwierig zu sagen, weil das ist natürlich auch für jeden unterschiedlich. Ich habe beispielsweise einen Freund, der Ewigkeiten darauf gewartet hat, dass es mal ein geiles Steinzeitspiel gibt, weil er halt auf dieses Setting total Bock hat und der sich jetzt überlegt, ist aktuell noch in der alten Konsolengeneration, spielt eigentlich gar nicht mehr so viel Videospiele, überlegt sich aber jetzt eine PlayStation 4 zu kaufen für Far Cry Primal, weil das halt mit diesem Setting als Klassenprimus da reingeht und sagt, wir probieren jetzt mal etwas aus und schauen mal, was man in der Urform von dem, was Videospiele ja eh machen, alles an Geschichten erzählen kann. Weil grundsätzlich ist ja, alle Videospiele sind irgendwie ein Jäger- und Sammler-Ding. Und da geht es jetzt auf die Basis. Also ich meine, das ist wirklich interessant, aber die Sache ist, ich mag Far Cry sehr gerne. Ich mag Far Cry 2, Far Cry 3 und Far Cry 4 sehr gerne. Ja. Und das, was diese Spiele so cool macht, ist die Mannigfaltigkeit an Optionen, die du hast, um einen Kampf zu lösen. Und bei Far Cry Primal hast du auch wirklich nur Stein, Schere, Papier, in Anführungszeichen. Du hast einen Speer, den du werfen kannst. Ja. Und auch wenn das irgendwie ein interessantes Setting ist, das gebe ich dir auf jeden Fall. Und wenn die Sprachsettings super geil sind und Säbelzahntiger sind ohne Frage mega fett. Schneller als Autos. Ich finde alles doof, was kein Ich Schnell weiß nicht. Noch schneller als, auf jeden Fall schneller als Autos. Also Säbelzahntiger, das steht in ganz vielen Büchern. Ich fände es besser, wenn es richtige Dinos wären, weil ich finde alles andere doof. Ich glaube, das ist eine Lüge, Alter. Ja, aber die Sache ist, das ist nicht genug für mich. Ich kann das verstehen, weil es natürlich, also gerade dieses Preisthema ist halt ein ganz, ganz großer Minuspunkt für das Ganze, aber es ist halt einfach, es macht halt derbe viel Spaß. Auch im Jägermodus? Der Jägermodus grundsätzlich auch, aber er ist halt viel zu schnell vorbei. Also das ist so. Es sieht halt aus, als hättest du so ein Nachtsichtgerät. Genau, also viel von der schönen Spielwelt geht halt ein bisschen über so Gameplay-Mechanik verloren. Ja. Wo wir bei Spielen sind, die sehr viel Spaß machen. Hör auf zu klatschen. New Day. Ich habe ein Spiel mitgebracht, das mega viel Spaß macht. Welches? The Division. Ubisofts heiß erwarteter Online-RPG-Shooter The Division ist, nachdem es einige Male verschoben wurde, am 8. März 2016 für den PC, die PS4 und die Xbox One erschienen. The Division kombiniert Third-Person-Shooter-Elemente mit Rollenspielmechaniken und erschafft somit ein neues Spielerlebnis. Neben Schadenszahlen und Skillbäumen machen sich die Rollenspielelemente im gemeinsamen Spiel mit Freunden bemerkbar. Unterschiedliche Fähigkeiten ergeben kombiniert mit anderen Fähigkeiten nur in einer Gruppe Sinn. Das postapokalyptische Setting ist nach einem verheerenden Virusausbruch in New York angesetzt.
Nachdem große Teile der Bevölkerung ausgelöscht und der Notstand ausgerufen wurde, wird die Division von der amerikanischen Regierung aktiviert. Hochgradig spezialisierte Schläferagenten werden in das Gefahrengebiet gesandt, um die Probleme zu lösen. In abwechslungsreichen Missionen gilt es in The Division, den Notstand in New York zu überstehen und die übrige Bevölkerung vor Plünderung und Anarchie zu bewahren. Wie lange haben wir jetzt schon auf The Division gewartet? Ich glaube, es wurde 2012 oder 2013 auf der E3 angekündigt. Mhm. Mittlerweile gibt es schon fast keine E3 mehr, weil keiner mehr da mitmachen möchte. Richtig. Aber The Division ist ein Spiel, das endlich rausgekommen ist und mit sehr viel Furore und Fanfare in unsere Konsolen und Computer reingefahren. Fandst du? Weil ich fand, für das, was grundsätzlich The Division ursprünglich mal war, also eins der gehyptesten Spiele überhaupt, war jetzt die tatsächliche Markteinführung dieses Spiels für mich verhältnismäßig leise. Stimmt, hatte ich das Gefühl. Also es kam jetzt einfach. Es war dann halt einfach da. Es gab diese Open Beta oder diese Closed Beta, die Open Beta. Und so hat sich irgendwie so ein bisschen verwässert. Ja, also die Mainstream-Werbetrommel wurde scheinbar nicht mehr so krass geschoben. Genau, das aber ich glaube auch das halt Gefühl. Unter den, sagen wir mal, nicht Journalisten, also unter den Freundeskreisen, die gerne zocken zusammen, da gab es bestimmt so ein paar Peaks, so, dass sie gesagt haben, hey. Gut, die Sache ist, The Division hat sich super verkauft, aber das ist hierfür natürlich kein Argument. Nee. The Division ist rausgekommen und ich war tatsächlich zuvor sehr skeptisch, was das Spiel anging. Mittlerweile bin ich sehr, sehr davon überzeugt. Denn ich habe mit The Division so ein bisschen das Destiny-Problem gehabt und habe gedacht, mein Gott, wenn das so kacke wird, wie Destiny es zum Anfang gewesen ist, dann hat The Division und dann hat Ubisoft und dann haben wir alle ein großes Problem. Aber im Endeffekt hat dieses Spiel gezeigt, dass es ganz anders kann. Ja, die Shooter-Elemente und das Gameplay von The Division werden nach einiger Zeit etwas repetitiv und langweilig. Aber im Endeffekt werden sie das bei allen Spielen. Ja, das bei allen Rollenspielen auch. Also wenn du irgendwo grindest, dann... Ja, das ist halt die Sache. Du grindest dich da ab und du machst einfach weiter und hin und her und so fort. Aber das Setting, die Atmosphäre und die Story von The Division sind einfach unfassbar dicht und unfassbar geil. Du hast wirklich an jeder Ecke das Gefühl, dass diese Welt bis vor kurzem noch belebt worden ist. Und dass dieser Virus, der in The Division quasi die Hälfte der Bevölkerung ausgerottet hat, da gewesen ist und sein Unwohl getan hat. Ja, aber das ist halt, also das ist alles vollkommen richtig. Und ich finde es auch, also ich hab auch einfach Spaß mit The Division. So, das ist alles geil. Das hat auch schon in der Beta schon Spaß gemacht. Und das war einfach so, es ist halt ein rundes Spiel. Also alle Erwartungen, dass es doll in die Hose geht, sind jetzt zumindest nicht erfüllt worden. Aber ich sehe halt für The Division nicht so richtig eine Zukunft. Also das ist halt, das ist das Problem, das gegenteilige Problem von dem, was Destiny hatte. Also Destiny ist halt relativ schwach angefangen, hat aber durch das Universum und durch diese, ne, durch den Science-Fiction-Faktor einfach so viel Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Ich habe nicht das Gefühl, dass The Division in 2 Monaten noch die Leute bei der Stange halten kann, weil dafür ist das Gameplay zu repetitiv und die Möglichkeiten, das zu erweitern, zu gering, weil du halt nur wieder gegen andere Menschen mit anderen Waffen kämpfen kannst. Da hast du absoluten Punkt. Und das ist tatsächlich eine Befürchtung, die ich mit dir teile. Es besteht die Möglichkeit, dass dieses realistische Setting sich irgendwann ausgelutscht hat. Und genau, weil also wenn es einfach nur nach Manhattan dann in den nächsten Stadtteil übergeht, dann ist es so. Dann ist immer noch das Gleiche im anderen Setting. Genau. So, was soll das? Aber darum geht es ja nicht unbedingt. Es geht darum, wie dieses Spiel sich verhält. Und das, was es mit der Dark Zone macht und den Elementen, die es da reinbringt, ja, diese Dualität zwischen wer ist gut und wer ist böse, wem kann ich vertrauen und wem nicht, die ist einfach so stark und solche Herzklopfmomente hatte ich seit richtig langer Zeit nicht in einem Spiel und es ist kein Horrorspiel, dass es das bei mir schafft. Okay, und was ist mit dem User-Interface? Da habe ich so ein paar böse... Ich weiß immer nicht, mit wem du redest, Alter. Das User-Interface ist tatsächlich super klug integriert in dieses Spiel. Mhm. Also ich glaube, es war Tom Clancy's irgendwas. Ghost Warriors, keine Ahnung, schieß mich tot. Irgendeiner von diesen anderen Tom Clancy's Teilen. Mhm. Ja? Da gab es dieses Versprechen. Überall fliegt das User-Interface. Hier steht, was ist das für ein Stadtteil? Oder wo geht's da? Wie heißt diese Stadt? Bla. Dieses Interface ist also integriert in die Welt. Und dieses Spiel hat super scheiße gemacht. Und dieses Versprechen hat The Division genommen und richtig geil umgesetzt. Okay. Das muss ich auch sagen, es ist tatsächlich ganz cool. Was mich krass stört, ist, dass du in The Division anstehen musst. Ist dir das schon aufgefallen? Nein. Du kannst in den Hotspots, also es gibt keine Möglichkeit, mit deinem Spieler durch andere Spieler durchzugehen. Sondern sie sind Kollisionsobjekte. Das heißt also, wenn es gibt in den Headquarters gibt es halt Händler und ne, Ansprechpartner, zu denen du nicht hinkommst, weil
du ansonsten nicht rankommst. Das heißt, du musst dich einfach, das ist so deutsch, aber du stehst einfach, weil mir das stehen einfach ständig Leute. Deutschen und Amerikanischen ist freigeschaltet. Ja, genau, nee, aber da ist einfach, die stehen sich halt einfach in der Schlange. Du stehst und dann wartest darauf, deinen Scheiß verkaufen zu können. Kann man aber auch positiv oder negativ sagen. Na klar, es ist irgendwie realistisch. Total realistisch. Aber es ist halt einfach so, das hat so ein bisschen, war einfach eine Sache, wo ich dachte, Alter, echt jetzt? Also was mir einfach super gut gefällt an The Division ist, dass das Setting so gut umgesetzt ist. Es ist nicht im Wasteland, wo irgendwelche Schiffe umgekippt sind, weißt du, wo Leute dann notdürftig drin leben müssen, sondern es ist ein zerrottetes Manhattan, das da fantastisch dargestellt ist. Ja, und halt nicht so krass überzeichnet oder unlogisch oder sonst irgendwas, sondern das ist schon fast ein Szenario, wo du sagst, so könnte Manhattan aussehen, wenn das halt passiert. Ich mache mir halt nur Sorgen, dass The Division unter Umständen dann, ja, du kannst es halt nur auf den nächsten Stadtteil erweitern, so, und dann hört's halt wieder auf, so, und da weiß ich halt nicht, oder ob das... Oder auf London. Ja, aber das macht ja halt auch keinen Unterschied. Oder Zeitreisen. Wie Zeitreisen? Ja, dass man eine Zeitreise oder... Ja, aber es ist halt realistisch, das ist halt... Schwachsinn. Ja, ist auch realistisch. Zeitreise funktioniert ja auch in echt. Wie? Wo? Was laufst du für eine Scheiße? Ich finde Zeitreisen ziemlich cool, vor allem, wenn die Zeit nur dann abläuft, wenn man sich auch bewegt. Boah, wie du einfach eben gerade die letzten 20 Sekunden versucht hast, ganz krampfhaft so eine Überleitung hinzukriegen. Einfach nur, Zeitreisen. Zum wahrscheinlich innovativsten Spiel in dieser Runde. Ich bin jetzt, ja. Nämlich Superhot. Superhot vom Superhot Team ist ein Unity-basiertes Puzzlespiel, das auf den ersten Blick wie ein First-Person-Shooter wirkt. Allerdings besteht das Gameplay nicht aus wilden Schusswechseln, sondern aus Schachzügen, die gut überlegt sein müssen. Denn die Zeit in Superhot läuft nur dann ab, wenn sich der Spieler bewegt. Ziel ist es, alle roten Polygongegner innerhalb eines Levels zu besiegen, ohne dabei selbst von einer Kugel getroffen zu werden. Zu einem späteren Zeitpunkt kommt noch das Shiften dazu, sodass man in den Körper eines Gegners wechseln kann und ab dann mit seinem Körper weiterspielt. Hat man ein Level erfolgreich beendet, kann man seine Schachzüge noch einmal in Realtime betrachten und seinen Run hochladen. Superhot ist am 25. Februar 2016 für Windows, OS X und Linux erschienen. Eine Xbox One-Version ist geplant. Ja, meine lieben Freunde, ich habe wahrscheinlich den schönsten Puzzler, den es jemals gab. Superhot. Glaube ich nicht. Ja, weil Witness auch ein guter Puzzler ist. Ne? Exakt. Aber ein Puzzler in der Ego-Perspektive mit Waffen. Das hat Witness Call of Duty. Das ist ein Puzzler. Naja. Schon. Ein sehr schneller Puzzler. Ja. Action-Puzzler. Action-Puzzler. Ja, das ist Superhot auch. Und ich finde, Superhot hat auf jeden Fall den Titel des Game of the Month verdient. Okay, dann können wir ja gehen. Ja, wenn ihr damit du das findest. Es könnte halt aber auch eine Lüge sein, Con. Wir müssen das noch diskutieren. Wenn ihr das auch gut findet, dann können wir ja auch tatsächlich rausgehen. Nö, machen wir nicht. Weil, In Superhot bewegt sich läuft die Zeit nur ab, wenn man sich selbst bewegt. Ja. Viele haben die Demo gespielt, die vor ein, zwei Jahren mal rausgekommen ist. Und man ist in einer Welt, die aus Polygonmenschen, die von Polygonmenschen belebt wird. Videospiel. Ist eine, vor allem, ja, aber da sind sie sehr offensichtlich halt nicht krass ausmodelliert, sondern sind so Kristalle. Also es ist quasi monochrom. Ja, auch, aber es sind mehrere Farben. Monochrom ist ja farbig. Ja. Das ist ja Farbe. Ja, ja. Polygon, das hat ja mit Monochrom nichts zu tun. Quasi. Polygon. Also ist es quasi. Ja. Nein. Du bist eine Lüge! Ja, du solltest noch mal besser recherchieren, Konstantin. Also, in Superhot bewegt man sich durch kleine Level. Ja. Die im Prinzip ein Puzzle sind. Man muss sich bewegen, damit die Zeit abläuft und damit auch Gegner in dein Sichtfeld kommen. Und das Ziel des Spiels ist es dann, jeden Gegner zu töten, indem man ihn entweder zerschlägt oder eben mit einer Waffe, wie zum Beispiel Schusswaffen oder auch Katanas oder meinetwegen auch Billardkugeln, sie damit bewirft, trifft oder beschießt. Ja, okay. So, und dieses coole Gimmick, dass die Zeit halt nur dann abläuft, wenn man sich selbst bewegt, sorgt halt dafür, dass man sich immer darauf vorbereiten muss, welchen Schritt man als nächstes macht. Und jeder Schritt muss gut überlegt sein. Wenn ich jetzt die Demo von Superhot, die jetzt seit ein paar Jahren im Internet kursiert, wenn ich die ausgiebig gespielt habe, warum sollte ich jetzt diese Version von Superhot spielen? Weil du noch eine Story oben drauf bekommst, ein paar Challenges und natürlich auch noch einen Story-Modus, der sehr cool inszeniert ist. Und natürlich auch noch einen Story-Modus. Habe ich Story und Story-Modus? Naja, vielleicht. Ja, ist beides wichtig. Ja, okay. Ja, und du bist halt im Prinzip ein kleiner
ja, nicht unbedingt Hacker, aber vielleicht so ein kleiner Raubkopierer. So in der Richtung und spielst halt mit deinem VR-Headset, nennt man das so, ja, ne? Headset, sagt man. Ja, ja. Oder Brille. Du willst nur Zeit schinden. Mit ja. Echt, ja. Nennt man das so? Nennt man das so? Wie nennt man das? Könnte das eine Lüge sein? Weiß man nicht. So, und was ist das denn für eine Story? Ist das so eine Story wie bei Far Cry Primal? Oder ist das so eine Story wie bei The Division? Prinzip, oder wie du lädst im Prinzip so einen DOS-Bildschirm von so einem alten Computer und kannst halt super hot starten in diesem, auf diesem Bildschirm. Ah, und so dann vierte Wand kommst du in das Spiel hinein und dann kommunizierst du mit einem anderen, der das auch spielt und plötzlich kannst du aber nicht mehr in das Spiel und du sollst Passwörter eingeben, dann probierst du ein bisschen rum, hackst dich da rein, dann kommen irgendwann Stimmen, beziehungsweise textet jemand anderes mit dir, von dem du nicht weißt, wer das ist, der die ganze Zeit sagt, hör auf Superhot zu spielen, sonst es ist nicht gut für dich oder so und wenn du es nicht auslässt, dann lernst du es gleich auf die harte Tour. So, und dann kommen halt so ein paar Story-Twists, die sehr, sehr cool sind. Die will ich an der Stelle aber noch nicht verraten. Ja, und später kommt es dann noch dazu, dass du nicht nur Gegner, das Ende ist. Ja, nee, es ist dann nicht nur so, dass du Leute erschießen musst oder so, oder diese Polygonmenschen, sondern du kannst auch in sie hineinschiften. Okay. Das heißt, du wechselst die Person und die letzte, in der du warst, geht dann kaputt. Das klingt alles super. Tatsächlich fand ich diese Superhot. Diese Demo von Superhot fand ich mega fett. Und die habe ich, weiß nicht, wie oft gespielt, weil sie einfach so viel Spaß gemacht hat. Ja. Und weil es so innovativ ist. Weil diese Idee einfach so mega fett ist. Ja, aber weil sie superhot ist. Aber wie viel steckt in dem Spiel Superhot wirklich mehr drin als in dieser Demo? Also ist es ja nur eine Gameplay-Tech-Demo. Also das ist ja nur so, guck mal, das hier ist ein ganz neuer Ansatz an so ein Spiel. Das öffnet halt Tore für vielleicht andere Spielhersteller. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also das nächste Call of Duty wird diese Mechanik nicht haben. Nein, Call of Duty will das ja auch gar nicht. Aber es kann ja auch ein neues Franchise geben. Und Call of Duty. Hast du das Gefühl, dass Superhot das hergibt, ein Franchise zu entwickeln? Ich bin der Meinung, dass diese Gameplay-Mechanik, die ja noch nie verwendet wurde, auf jeden Fall auch in andere Settings passen können. Wie lange geht diese Story? Wie viel hast du da wirklich? Also, wenn du sehr schnell bist, bist du in 2 Stunden durch. Okay. Ist zwar relativ kurz. Das Spiel hat jetzt auch nicht unbedingt den krassen Wiederspielwert, leider. Ja, also, okay. Wenn du ein Puzzle einmal gelöst hast, wenn du so 20 Versuche gebraucht hast für ein Level und dann löst du es irgendwann, dann gehst du vielleicht irgendwann nochmal dahin. Aber du musst die Story natürlich auch durchspielen, oder nochmal zu diesem Storypunkt kommen, um das nochmal machen zu können, beziehungsweise später dann die Challenges. Aber es ist jetzt nicht so, also ich war sehr zufrieden, als ich alles einmal gemacht habe. Und dann war das auch okay so. Also es war für 20 Euro eine schöne Investition. Und ja, eben auch die Aufmachung. Aber ist es ein Spiel des Monats? Für mich schon, einfach aus Innovationsgründen, ja. Und damals war es halt wirklich nur eine Demo, wie eine Beta bei Division. Das heißt, man kann trotzdem sagen, es ist jetzt erst rausgekommen. Also, ne? Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, wir kommen hier wieder nicht auf den Nenner. Nee, es ist halt aber auch dieses Mal wirklich schwierig, weil wir haben im letzten Monat hatten wir sehr, sehr krasse Spiele, die auch aber viel Ähnlichkeiten hatten. Und jetzt sind wir wieder so weit weg voneinander, dass es halt irgendwie schon wieder schwierig ist, da einen Vergleich zu finden oder dann zu sagen, was ist davon das. Also, ja. Genau, da ist es vielleicht wichtig, einfach mal zu schauen, wie viele Leute spielen denn die einzelnen Spiele. Ja, das ist ja dann oder ganz wie viele oft, Leute finden welches Spiel am besten. Genau. Ja, und das, ist nicht unsere Entscheidung. Den Zuschauern vielleicht zu unterhalten. Superhot. Du kannst auch danach nochmal deinen Run in Echtzeit ansehen. Das ist auch ziemlich cool bei Superhot. Mit Far Cry, Superhot hätte ich fast gesagt, mit Far Cry Primal an den Start gegangen. Einfach weil dieses Spiel eine Tür aufmacht für so viele andere Spiele, die dieses Setting wieder nutzen könnten. Klar, es ist für das, was es kostet, vielleicht nicht optimal, aber auch da ist es, die Preispolitik ist halt immer noch mal ein anderes Thema und macht ein Spiel nicht zwingend besser oder schlechter, sondern es ist halt einfach, ist halt das fürs Spiel einfach ein bisschen schade oder für die Spieler ein bisschen schade. Grundsätzlich ist aber das, was Far Cry Primal macht, ist halt dieses, du hast diese eingedampfte Spielmechanik, die du überall anders auch hast, von diesem Jagen und Sammeln. Und das ist halt wirklich, darum geht's da halt. Und das hast du in anderen Spielen und das hast du da dann nochmal aufgeladen mit anderen Mechaniken. Aber am Ende bleibt's halt immer, du bist halt in jedem Videospiel irgendwie Jäger und Sammler. Und das ist da natürlich dann tatsächlich das richtig große Thema. Und einfach, weil es mehr
Steinzeitspiele geben sollte und weil es verdammt viel Spaß macht, Säbelzahntiger zu zähmen, sollte Far Cry Primal definitiv unser Spiel des Monats werden. Pro mehr Säbelzahntiger in Videospielen. 2016. Wählt Tim Königke. Richtig. Und Dinos. The Division wurde zu Recht lange Zeit erwartet und es ist jetzt zu Recht ein hochgelobtes Spiel, nicht nur von der Presse, sondern auch von uns. Ich glaube, jeder von uns hat gesagt, dieses Spiel ist toll und irgendwie sind wir auch ein bisschen davon begeistert. In einem postapokalyptischen Setting, das noch nicht so da gewesen ist, stellt The Division eine auswegslose Situation dar, die wirklich selten in Videospielen so cool dargestellt worden ist wie in The Division. Ja, es gibt ein paar Mankos am Gameplay und es gibt so ein paar repetitive Momente, aber das gemeinsame Spielen mit Freunden und der Koop-Modus ist verdammt geil. Und die Mechaniken, die dieses Spiel neu hereinbringt, wie zum Beispiel in der Dark Zone, die sind wirklich teilweise innovativ und sehr, sehr cool und sorgen für echt krasse Herzschlagmomente. Ich habe richtig viel Spaß mit The Division und ich kann wirklich hinter dieser Entscheidung stehen. Ich sage, The Division sollte auf jeden Fall das Game des Monats werden. Vielleicht sogar das Game des Jahres. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. The Witness ist doch noch ein bisschen besser. Aber The Division ist definitiv das beste Spiel in diesem Monat. Da stimmt ihr mir beide zu, ich weiß ganz genau. Liebe Freunde, ich kann leider nicht online mit Con spielen, denn mir fehlte die Vision. Und ich kann mich ja auch nicht mit einem alten Steinzeitmenschen identifizieren. Ich bin da eher der kleine Puzzler. Warum lacht ihr denn jetzt alle so? Der kleine Puzzler, der mit Superhot das innovativste Spiel diesen Monat hat. Und ja, Superhot war in der Demo schon, hat in der Demo schon sehr begeistert und jetzt mit dem Story-Modus, mit dieser Aufmachung, wie man in dieses Spiel hineinkommt und welche Gimmicks es noch so gibt. Also es gibt ja in dem Spiel noch zwei andere Spiele und irgendwelche Wallpaper im alten DOS-Look und ja, auch das Shiften macht sehr viel Spaß. Ja, deswegen waren das für mich sehr, sehr geile 2 bis 3 Stunden. Ich habe sogar mehrmals durchgespielt, immer an unterschiedlichen Rechnern. Und ja, für mich ist Superhot auf jeden Fall Superhot, das Spiel des Monats.